Schönen guten Tag zusammen, ich bin der Moritz, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und ja, heute gibt es den zweiten Teil der CD-Sammlung. Wahrscheinlich Teil 2 von 3, weil wir haben ja hier unten noch Reihen und ich merke, ich schaffe pro Part immer nur eine Reihe, weil ich mich einfach zu arg verquatsch. Ich hoffe, das ist heute nicht so, wird wahrscheinlich wieder so sein, aber ich bin halt auch immer noch etwas leicht angeschlagen, wie man vielleicht hört unter Umständen, da ich ja vergangene Woche an SARS erkrankt war, bin, wie auch immer. Soll mich jetzt aber nicht davon abhalten, dieses Video zu drehen. Ich habe da jetzt Bock drauf und ich habe einfach Lust, wieder hier zu jeder CD gefühlt einen halben Roman zu erzählen. Wir haben letzte Woche hier oben aufgehört, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier einfach hier unten weiter. Und zwar ist das hier so ein bisschen, ja, sagen wir so bis hier, so ein bisschen, ja, die Death-Metal-Reihe. Danach geht es dann eher weiter so mit klassischem Heavy-Metal, die ganzen Ikonen halt. Ganz rechts, beziehungsweise, nee, ganz links, außen, eine CD, die, mir einiges bedeutet, hört sich blöd an. Ich bin halt großer Fan von diesen Pappschubern. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, das ist hier so leicht 3D-mäßig, dieses Motiv. Ist von Death eine Band, die auf jeden Fall meiner Meinung nach in die Geschichtsbücher eingeht mit dem, was sie machen bzw. gemacht haben. Rest in Peace, Chuck Schuldiner an der Stelle. Genau, die Urväter des Death Metal eigentlich. Das ist für mich so diese typische Festivalmusik. Ja, Festival auf dem Campingplatz, dann rattert schön den ganzen Tag lang Death. Das kommt schon ganz gut und wie gesagt, das Spiritual Healing, ich kann das nicht aussprechen, aufgrund dieses wunderschönen Pappschubers und natürlich auch aufgrund des Inhalts, eine CD, die ja mir auch sehr am Herzen hängt. Dann haben wir hier Scream Bloody Gore, das spiegelt, ist blöd, Scream Bloody Gore von Death, ich meine, ist das erste Album. Bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin mit diesen, mit den Releases der Alben bin ich mir nie so ganz sicher. Aber ich meine, das müsste das erste Album sein, was sie released haben. Dann haben wir hier noch Leprosy. Ihr seht immer diese Two-Disc-Edition. Ich finde das teilweise eigentlich relativ unnötig, weil da sind halt nur, ja, wie man hier schon sieht, die Rehearsals drauf und irgendwie sowas oder irgendwelche Live-Dinger. Finde ich jetzt meistens nicht so cool. Aber hier genau noch das Leprosy und das letzte Album von Death. The Sound of Perseverance. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das letzte Album, bevor der Frontmann von uns ging, ist jetzt ein Album, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Aber der Vollständigkeit halber und aufgrund dieses wunderbaren Covers auf jeden Fall vertreten hier in der Sammlung. Dann geht's weiter mit Death Metal, mit modernem Death Metal. Ich würde mal sagen, nach Death, die eine der weiteren, ja, wegweisenden Bands, und zwar Cannibal Corpse, mit einigen Alben hier bei mir vertreten. Hier das letzte Album mit, jetzt muss ich überlegen, wie hieß er denn nochmal, Chris Barnes, also dem Ursprungssänger, The Bleeding, mit Hits natürlich drauf wie Stripped, Raped and Strangled, das vielleicht der ein oder andere aus meinem Intro kennt. Staring Through the Eyes of the Deaf kennt man auch. Und natürlich den Titelsong The Bleeding. Ich muss dazu sagen, ich mag George Fisher, also den Corpse Grinder, dann doch etwas mehr als Chris Barnes. Auch wenn Chris Barnes natürlich mit Cannibal Corpse was erschaffen hat, was man einem nicht so schnell nachmacht, bin aber dann doch eher Fan von Corpse Grinder. Gefällt mir einfach stimmlich besser. Hab die Jungs auch schon live gesehen, einmal auf dem Festival, einmal so auf einem normalen Konzert. Das hämmert schon und das ist für mich auch so eine Band, da geht man jetzt nicht unbedingt wegen der Mucke hin, sondern da geht man einfach nur hin wegen dem absoluten Abriss, der da stattfindet. Und das ist bei Death Metal völlig normal. Da geht man jetzt nicht unbedingt hin, um geile Musik zu hören, natürlich auch, ja. Aber hauptsächlich, weil es da so richtig schön zur Sache geht und so. Und das ist bei Cannibal Corpse auf jeden Fall der Fall. Dann hier, weil, bin mir nicht sicher, ob das richtige Cover ist. Ich glaube, das hat so ein Wendecover, ich habe mich aber für das entschieden. Das erste Album mit George Fisher.
Genau, hier haben wir unter anderem die Vault bei Vemmen, mit dem ja das ganze Album eröffnet wird. Sollte, denke ich mal, jedem ein Begriff sein, der sich in der Szene ein bisschen auskennt. Dann haben wir hier The Wretched Spawn, auch von Cannibal Corpse. Kill, das erste Album, was ich damals gekauft habe von der Band. Auch geile Tracks drauf. Was war da jetzt? Make Them Suffer ist glaube ich, zum Beispiel ziemlich geil, was auch da drauf ist. Genau, Make Them Suffer. Death Walking Terror, auch ein geiles Lied. Genau, das war, wie gesagt, das erste Album, was ich mir damals gekauft hab. Skeletal Domain, hier, also auf jedem Album klingt Corpse Grinder krank und geil, aber ich glaube, auf dem Album übertrifft's alles, gerade bei eben Skeletal Domain oder Kill or Become. Hört euch das Ding an, das ist einfach nur krank, wie der abgeht, beziehungsweise wie es prinzipiell abgeht. Also Kill or Become, auch eines meiner absoluten Lieblingsliedern von Cannibal Corpse. Das ist einfach nur pure Zerstörung und Vergewaltigung des Mikrofons. Im positiven Sinne. Dann 2018 rausgekommen, Red Before Black. Auch in so einer Doppel-Disc-Dings, nur noch mit so einer komischen, was weiß ich, glaube ich auch eine Making-of-DVD. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auch der ein oder andere geile Track drauf. Und zu guter Letzt natürlich das neueste Album, Violence Unimagined. Also ohne Scheiß, bei Cannibal Corpse denkt man sich eigentlich, okay, die Männer sind mittlerweile alle schon fast über 50 und man denkt sich, wann ist denn da eigentlich mal Ende, was so ja Qualität und Krankheitsgrad in der Mucke angeht, wann ist da eigentlich mal Ende? Es gibt, glaube ich, kein Ende bei Cannibal Corpse. Mit dem Album haben sie bewiesen, dass sie einfach so krank und so hart und so was auch immer, wie eigentlich schon die ganzen Jahre sind und waren. Also das hat mich wirklich absolut vom Hocker gehauen. Für mich eines der besten Album aus 2021, definitiv. Surround Kill Devourer, richtig geiler Song. Overtortured, absolut krank. Und Inhuman Harvest war ja der erste Song, der veröffentlicht wurde von dem Album. Das ist absoluter Abriss. Also Props an Cannibal Corpse. Also mit Cannibal Corpse, wer Death Metal mag, der kann mich oder wird mich, denke ich mal, verstehen. Einfach eine Band, die jetzt wirklich auch schon so lang im Business ist und halt aber irgendwie gefühlt, also auch immer besser wird. Ja, und wie gesagt, die Herren sind auch schon alle über 50 und reißen die Bühne trotzdem noch so ab. So, jetzt habe ich viel zu lang geredet. Jetzt machen wir mal ein bisschen schneller hier. Jetzt geht es so ein bisschen so zum klassischen Heavy Metal. Die ganzen Klassiker halt, wie man hier schon sehen kann. Iron Maiden habe ich tatsächlich nur dieses Best of the Beast Album, also so ein Greatest Hits Album im Prinzip. Ich war nie so der große Iron Maiden Fan, von dem her einfach nur, ja, dieses Greatest Hits Album halt. Dann haben wir Metallica. Mit, ja, den vier ersten Alben, beziehungsweise nein, ich habe ja noch das Black Album, genau. Aber hier Kill 'Em All, das Debütalbum der Band, absolut geil. Whiplash, mein absolutes Lieblingslied. Das ist nur dumm, dass die so, naja, egal, das muss ich nachher. Ride the Lightning hat mir jetzt genauso wie Justice for All, also von diesen vier auf jeden Fall Kill 'Em All, Master of Puppets, Ride the Lightning und Justice for All, auch geil, ja, aber ich bevorzuge dann eher halt, ja, wie gesagt, Kill 'Em All oder halt eines der geilsten Alben aller Zeiten, Master of Puppets von Metallica, mit Master of Puppets natürlich drauf. Eigentlich ist jeder Track da drauf geil. Sanitarium, auch krankes Lied. Disponible Heroes höre ich mir auch ganz gern an. Genau, also wie gesagt, eines der besten Alben aller Zeiten eigentlich. Und dann noch das, ja, viel umstrittene Black-Album von Metallica. Ist es jetzt gut, ist es schlecht? Und auch hier die Diskussion, was ist jetzt besser? Nothing Else Matters oder The Unforgiven? The Unforgiven ist besser, Punkt. Ich bin auf jeden Fall Team Unforgiven. Aber genau, natürlich auch Klassiker drauf wie Enter Sandman, Sad But True und so weiter. Dann geht's hier rüber. Hier haben wir jetzt, ja, wie gesagt, klassischer Heavy Metal, beziehungsweise die Ikonen mit Slayer, Rain in Blood, Klassiker, absoluter Klassiker, Angel of Death, Raining Blood, was weiß ich, was haben wir hier noch drauf? Müsste ich jetzt mal gucken.
Was kann man sich noch gut geben? Criminally Insane ist eigentlich auch geil. Jesus Saves auch nicht schlecht. Genau. Dann South of Heaven von Slayer. Season in the Abyss von Slayer. Und das erste Nummer 1 Album der Band, Repentless. Wobei das meiner Meinung nach jetzt nicht so geil ist. Also der Titeltrack ist geil. Dann Vices ist da glaube ich noch drauf. Das ist eigentlich auch ganz cool. Aber ja, jetzt nicht mein Favorite Album. Judas Priest, British Steel. Und eines der ersten Heavy Metal Alben, die ich mir damals gekauft habe, Painkiller. Also absolut, absolutes Killer-Album. Wobei Painkiller noch nicht mal der geilste Track ist auf dem Album, finde ich. Also, wo ist denn die Tracklist da unten? Also ich bin natürlich, ich habe auch eine Riesenschwäche für All Guns Blazing. Leather Rebel auch krank, Nightcrawler. Und ja, natürlich Painkiller. Absoluter Klassiker und absoluter Banger nach wie vor. Dann mein Lieblingsalbumcover, Megadeth, Rust in Peace. Für diejenigen, die mir, keine Ahnung, auf Steam oder irgendwie sowas folgen, die wissen, das ist da schon seit Jahren mein Profilbild, weil das ist einfach mein, ich weiß nicht warum, das ist mein absolutes Lieblingsalbumcover bisher. Also ich finde das einfach geil, diese Viech, das hat bestimmt einen Namen, steinigt mich, dass ich nicht weiß, ich bin jetzt nicht so deep in der Megadeth-Szene drin, also als würde ich das wissen. Aber ja, mit diesem ja, leuchtenden Stein da in der Hand, hat bestimmt auch eine Bedeutung, wie gesagt, ich weiß es jetzt gerade nicht. Geiles Cover, dann haben wir hier noch Countdown to Extinction von Megadeth, Anthrax, Spreading the Disease, habe ich mir eigentlich damals nur wegen Madhouse gekauft und wegen Gong Hu oder wie das heißt, das Lied, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Anthrax auch jetzt nicht so eine krasse Band meiner Meinung nach. Dann Motorhead, Greatest Hits, Black Sabbath, das Paranoid-Album. Das muss in jeder Sammlung einfach sein, ganz klar. Genauso wie Vulgar Display of Power von Pantera. Dann haben wir hier noch Holy Diver von Dio, auch absolutes Kult-Album. Rainbow in the Dark, auch eines meiner absoluten Lieblingslieder aller Zeiten. Disturbed the Sickness, kürzlich 22 Jahre alt geworden, ich weiß es nicht mehr ganz. Dann haben wir hier noch Twisted Sister, Stay Hungry. Twisted Sister ist auch irgendwie so eine Band, die sind jetzt nicht sonderlich groß, also schon irgendwo, aber das ist so diese klassische Band, die haben dann ein so ein Album, da sind alle bekannten Tracks drauf und mit alle bekannten Tracks meine ich We're Not Gonna Take It und I Wanna Rock. Und das Album hat man dann und so ist es bei mir auch. Es sind natürlich noch andere coole Tracks drauf, wie zum Beispiel The Price, richtig geile Ballade oder Burn in Hell. Auch ein Song, den ich mir gerne anhöre. Aber im Prinzip, das ist so eine Band, die hat dann ein Album, wo die Lieder drauf sind, die man kennt, habe ich ja gerade schon gesagt. Meistens dann noch eine geile Ballade, so wie es hier auch der Fall ist und das war's dann. Also ich will jetzt Twisted Sister nicht runtermachen, aber das ist so ein klassisches Beispiel. Ich weiß nicht, das ist mir letztens irgendwie so aufgefallen. So, dann haben wir hier noch System of a Down, Toxicity. Das einzige Album von den Jungs. Ich mag System of a Down selbstverständlich, aber das ist halt bisher das einzige Album, das ich habe. Und dann haben wir hier noch eine Platte von Marilyn Manson. Die habe ich mir eigentlich relativ zufällig mal gekauft, weil ich irgendwie mal Bock hatte, mich in Marilyn Manson reinzuhören. Dann habe ich mir das gekauft. Ich kann mich jetzt aber überhaupt nicht mehr an die Tracks da drauf erinnern. Genau. Bei Bon Jovi, das ist so, ja, das ist so gleichgesetzt mit Guns N' Roses und AC/DC, Band der Kindheit und so weiter und hier halt alle bekannten Dinger drauf, ihr seht es ja selbst, ich denke, da ist kein Lied hinten drauf, was man nicht schon mal gehört hat, genauso wie ZZ Top, auch für mich absolute Kindheitshelden, allen voran natürlich mit Rough Boy drauf, das ist wirklich auch eines der geilsten Balladen und geilsten Lieder denn je. Lex auch mega, also das ist so, das ist für mich so diese Kindheitserinnerung Band mit diesen Viva Las Vegas, wenn ich das hier alles lese, keine Ahnung, La Grange, das sind alles solche Tracks mit, die hat man früher mit dem Vater im Auto gehört und ist dazu abgerockt und so, das ist einfach nur geil. Genauso wie Creedence Clearwater Revival. Eine Band aus den 70ern, die mich auch seit meiner Kindheit begleitet. Ihr seht es ja selbst. Bad Moon Rising, Proud Mary. Keine Ahnung. Also da ist ja wirklich Down on the Corner, Fortunate Son, Who'll Stop the Rain, was auch immer. Also da gibt es wirklich keinen Track hinten drauf, den man noch nicht gehört hat. Dann haben wir hier noch Outfield.
Play Deep mit auch eines meiner Lieblingslieder drauf, nämlich All the Love oder All the Love in the World. Sehr, sehr geiles Lied, aber auch Klassiker drauf wie Your Love oder Say It Isn't So. Auch eine geile Band aus den 70ern. Dann ein Greatest Hits Album von Billy Idol mit allem, was man kennt. Ein Greatest Hits Album vom Gitarrengott Gary Moore. Absolut geil. Also wenn ich mir irgendwie einen Solo-Künstler, Solo-Musiker raussuchen würde, den ich mit unter anderem am meisten mag, dann würde ich definitiv Gary Moore nennen. Absolute Legende. Journey, Greatest Hits. Dann The Very Best of Foreigner. Dire Straits, Brothers in Arms. Auch absolutes Legendenalbum mit Klassikern wie eben Brothers in Arms. Money for Nothing, Walk of Life, was haben wir hier noch drauf? So Far Away, kennt man alles. Genau, dann Rage Against the Machine, Killing in the Name. Jetzt geht's ein bisschen in den härteren Metal-Bereich. Zum Beispiel, beziehungsweise in den Metal-Core. Hier haben wir Parkway Drive mit Aya. Glaube ich zumindest, dass man es so ausspricht. Ich bin mir nicht sicher. Mit Klassikern wie Crushed, Vice Grip, Writing on the Walls, Bottom Feeder kennt man auch. Dann das neueste Album der Band, Reverence? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Genau, Prey, The Void, geile Tracks. Dann, jetzt müssen wir noch ein bisschen schneller machen, Trivium. Shogun, klassisches, ja, Metalcore, klassischer, wie will ich sagen, alltagstauglicher 0815 Metal, was jetzt nicht negativ klingen soll, eben von Trivium. Dann eine der krankesten Bands meiner Meinung nach, Meshuggah, mit natürlich Bleed mit drauf auf dem Album, absoluter Klassiker in der Metal-Szene der Song. Ich muss sagen, Meshuggah auf Album schon sehr, sehr schwierig zu hören, meiner Meinung nach. Und vor allem live liegt einfach daran, dass die Jungs so viele Taktwechsel in ihren Songs haben. Man kommt irgendwie gar nicht richtig mit Headbang oder was auch immer. Das ist da meistens nicht ganz so einfach bei den Jungs. Aber trotzdem hier eben mit Obzen, ich bin mir nicht ganz sicher, vertreten. Dann haben wir hier noch Symphonic Metal, Nightwish, habe ich mir damals eigentlich nur wegen Amaranth gekauft. Ich bin nicht so ein großer Symphonic Metal Fan und schon gar nicht irgendwie von Nightwish with Temptation. Aber wie gesagt, ich bin damals so abgefahren auf, was ist da überhaupt drauf? Ah ja, auf Amaranth, dass ich mir das Album, glaube ich, nur deswegen gekauft habe. Und dann, absolut unterbewertete Band, Gojira, eine französische Death Metal Band mit L'Elephant Sauvage. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mein Französisch ist nicht das Beste. Mit Tracks drauf, allen voran Exploser, mega geil. Dann Pain is a Master, auch geiler Track. Und natürlich der Titeltrack L'Elephant Sauvage von mir aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, dann habe ich das ja doch noch gut durchgekriegt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich mache das jetzt schnell, ich will nicht über 20 Minuten kommen. Schalte beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es dann noch hier zu den letzten zwei Reihen geht. Ich denke, der Part wird dann auch nicht so lang werden. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Danke fürs Einschalten. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dato, macht's gut und ciao.